Zur Clicklist gescheitert. Hoppala. Du weißt, was du zu tun hast. Ich will, dass kein einziges Teil dieser Kiste die Ziellinie sieht. Da brauche ich nichts anderes tun als fahren. Der Typ ist eh nur ein blöder Angeber. Unterschätze ihn nicht. Setz alles, und ich meine wirklich alles daran, ihn auseinanderzunehmen. Lass mich nicht hängen. Ich zähle auf dich, Nicky. Sag ich ja. Die Katzen sind auf die jeweiligen Rennen geklatscht. Och Mann! Das Rennen trollt mich. Das Spiel. Es sind jetzt immer drei Strecken bis jetzt. Mann! Das heißt, die Aufnahmesession ist wieder mal urlang. Dann weiß ich doch jetzt schon gleich wieder, was für Strecken kommen können. Wo ist denn bitte das letzte URL? Dann bestimmt wieder hinten im Stadtkern. Schätzungsweise. Nuki, was ist dein Problem? Du willst doch wohl, du sollst uns doch aufhalten. Und ich bin doch sowieso nur so ein Nichtskönner. Oder was sagtest du? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und ich raste ja einfach davon. Ha! Ich hätte wirklich vorher das andere fahren müssen. Also, das hier und dann das andere. Ach ja, Underground 2. Die haben sich mit dem Codieren doch. Also, mit dem Codieren. Also, das Game ist es in manchen Punkten doch sehr einfach gemacht. Erst recht, wenn es ums. Um die Cutscenes ging. Jetzt mal außerhalb davon, dass die ja so also Comic-Style gebaut sind. Ich meine jetzt halt in sich, dass sie es so besetzt haben, dass es immer wirklich auf diese Rennen. Ja, so bin ich gerade schon geslidet. So gesetzt sind. Und Nicky ist ein bisschen stärker als der Rest. So ein kleines bisschen jedenfalls. So. Ja, sie klebt mir ein bisschen eher an den Backen. Aber Niki, ich habe das erste Rennen gewonnen. Wie gesagt, Nicky ist doch ein Stückchen stärker als der Rest der Gegner. Das merke ich schon.
Aber nicht so, als dass ich mir jetzt wirklich Sorgen machen müsste oder so. Aber um was wetten wir, dass die nächste Strecke diese mit den Schrägen wird? Oh, habe ich bestimmt jetzt schon die Wette gewonnen, wa? Die ihr da jetzt abgeschlossen habt allesamt. So. 6,11 Sekunden, okay. Dafür, dass ich ja so ein komischer Typ bin. Ah. Komm, kannst du nur nichts gegen mich ausrichten, so wie es aussieht. Okay, ich hätte doch die Wette verloren. Na gut. Alter, Niki, ruhig. Niki, lass mich zufrieden. Ich weiß, du bist nicht ohne. Ich weiß, dass ich den Start ein kleines bisschen verkackt habe. Du musst mich nicht gleich so anmachen. Aber trotzdem, 3 Sekunden, die sie jetzt schon etwas eingeholt hatte, weil ich gerade einen leichten Unfall gebaut habe. Die ist 3,63 sogar nur noch. Die bleibt bei circa 3 Sekunden an mir dran, ey. Respekt, Sneaky, Respekt. Okay, jetzt sind es 4-4-2, aber trotzdem, Respekt. Sie bleibt an mir kleben. Tja, Niki, auch du hast nichts gegen mich machen können. Was habe ich gesagt? Gib alles. Welchen Teil davon kapierst du nicht? Lass mich in Ruhe. Ich fahre saubere Rennen. Vergiss lieber nicht, mit wem du hier sprichst. Ach. Ich brauch dich nicht. Ach wirklich? Was bist du denn ohne mich? An nichts. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich hier das Sagen habe. Wollen wir sehen, was ich dagegen tun kann? Tja, Caleb. Wenn du alles so angehst, ist das mal so gar kein Wunder, dass alle von dir abspringen. So, wie schickst du mich noch weiter geradeaus und dann abbiegen? Gut. So.
Stadtzentrum einiges abgehen wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du müsstest die Typen ohne Probleme finden können. Ich wollte mal aussprechen lassen. Natürlich. Natürlich, Spiel, natürlich. Na, vorsichtig. Die erste Strecke eher so eine halbe Minute Strecke ist, war schon ein bisschen überrascht. Manchmal, dann habe ich die ja schon. Dann kommt Runde Nummer 2. Eieiei, eine etwas größere Strecke. Ah! Okay, sie sah erst unbekannt aus, aber wir fahren sie rückwärts. Na gut. Siehst du, wie gesagt, Niki war wirklich eine kleine, etwas stärkere Gegnerin. Wenn man überlegt, dass alle anderen, dass die jetzt eher wieder so an sich aneinander bleiben, bis auf der letzte, der glaube ich schon wieder etwas entschwinden tut. Ja, diese Strecke ist etwas länger. So ein kleines, feines bisschen. Ich glaube jetzt nicht, dass Caleb noch irgendeinen wirklichen... Ich weiß nicht, sag mal, als Kollegen oder Freunde oder, also sagen wir mal, eher Leute hat, die was gegen mich wohl ausrichten sollen. Ich meine, Niki hat da verloren, ich glaube die zwei, die auch noch versucht hat, gegen mich anzusetzen, sind bestimmt auch abgesprungen. Hast hat er auch nicht bestimmt mehr. Das heißt ja eigentlich nur noch, er ist allein. Oh mein Gott. So. Genug geheult. So. Diese Strecke hier. Mal gucken, was die letzte ist. Am besten so ein rückwärts mit diesem Zickzack da oder so. Würde ja rückwärts technisch ja auch noch klappen können. So ist es ja nicht.
So. Weiter geht's. Ich musste kurz noch was machen. Das Kabel. Ich hab hier gerade dieses nerviges Kabel an der hängen. Mutwayne läuft jetzt nicht, weil die Strecke zu Ende war. Ihr wollt unbedingt nass nutzen, ja? Dann tschüss. Koffer war zu spät gebremst. Die Strecke geht knappe 3 Minuten. Das sehe ich daran, dass hier schon das Start und Ziel ist. Na, mach ich einen Zeitboni? Jo, mach ich. Knappe 53 Sekunden. Diesmal mache ich keinen Zeitbonus, glaube ich, aber ist nicht so schlimm. 50, 51, 52, doch habe ich. Nice. Ich habe einen Rundkurs noch. Ich habe einen Rundkurs, was mache ich? Ach, du grüne Neune. Das dürfte die final Strecke sein. Das heißt, wir fahren mal ganz erstmal dahin. Wobei, nein. Diese Genugtuung tue ich ihm dann doch nicht, fällt mir ein. Tut mir leid, dass ich jetzt komplett gegen meinen Plan arbeite, aber das müsste das finale Rennen gegen ihn sein. Das heißt, wir fahren dann doch eher gegen den Audi. Entschuldige, dass ich, wie gesagt, jetzt meinen Plan komplett umwerfe, aber das muss einfach sein. Ja, Schuppadi. Guten Tag, lieber Outdoor-Typ, wie geht's denn so? So, hier.